Excellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Ali Aslan, ich bin Moderator und Journalist und im Namen der Europäischen Rabbinerkonferenz heiße ich Sie zur heutigen Verleihung des diesjährigen Lord Jakobovitz Preises an den bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Dr. Markus Söder recht herzlich willkommen. Einige von Ihnen in diesem wunderbaren Saal mögen sich erinnern vielleicht, ich hatte letztes Jahr bereits die große Ehre, die erstmals in München stattfindende Generalversammlung der Europäischen Rabbinerkonferenz moderieren zu dürfen und freue mich, Sie auch durch den heutigen Abend zu führen. It is my understanding we have some international guests here as well, who don't speak German, but rest assured, simultaneous translation is being provided. So for everyone who is not necessarily proficient in the German language, this would be a good time to get your headsets. Meine Damen und Herren, der Lord Jakobovitz Preis wird seit 2011 an Personen verliehen, die sich für das europäische Judentum einsetzen und den Antisemitismus bekämpfen. Der Preis wird jährlich in Erinnerung an Lord Emanuel Jakobovitz, den früheren Conference of European Rabbis Präsidenten und Oberrabbiner des Vereinigten Königreichs, verliehen. Bisherige Preisträger waren unter anderem der amtierende spanische König Felipe, der ehemalige polnische Premier Jerzy Buzek, der ehemalige französische Premierminister Manuel Valls und 2013 auch Bundeskanzlerin AD Angela Merkel. Also eine ganze Reihe von zweifellos prestigeträchtigen Personen, in der sich nun auch der bayerische Ministerpräsident für seinen persönlichen und unermüdlichen Einsatz zur Förderung und zum Schutz jüdischen Lebens in Europa einreihen wird. Herr Ministerpräsident, der Amerikaner würde sagen, you are on a roll. Es gestaltet sich als eine relativ gute Woche auf Ihrem Parteitag. Am vergangenen Wochenende in Nürnberg hat die CSU Sie einstimmig zum Spitzenkandidaten für die bevorstehende Landtagswahl in Bayern gekürt. Auch dazu natürlich herzlichen Glückwunsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von Ihnen im Saal mit der Arbeit des Conference of European Rabbis, der Europäischen Rabbinerkonferenz, vertraut sind, aber vielleicht doch ein paar Sätze zu unserem heutigen Gastgeber. Die Konferenz Europäischer Rabbiner ist die wichtigste Rabbinervereinigung in Europa. Sie vertritt als europäisches Rabbinat mehr als 700 Rabbiner von Dublin bis Vladivostok und damit die größten jüdischen Gemeinden Europas. Sie hat den Auftrag, die religiösen Rechte der Juden in Europa zu verteidigen und ist zur Stimme des Judentums auf dem europäischen Kontinent geworden. Zudem engagiert sie sich für Religionsfreiheit sowie den interkulturellen und interreligiösen Dialog mit Muslimen und Christen, um so einer wachsenden Radikalisierung in der Gesellschaft entgegenzutreten. Meine Damen und Herren, Sie können sich sicherlich vorstellen, einen Abend wie den heutigen zu organisieren und durchzuführen, bedarf vieler Kräfte. Aber gestatten Sie mir, dass ich zwei Personen insbesondere hervorheben möchte, ohne die der heutige Abend unvorstellbar wäre. Zum einen natürlich der CEO and Chief of Staff to the President of the Conference of European Rabbis, Gadi Gronig. Und selbst jetzt noch, lieber Gadi, bist du dabei, Leute noch an ihren Tisch zu führen. Aber natürlich auch die zweite Person, ohne die der heutige Abend nimmer möglich gewesen wäre. Sie ist natürlich Legal Counsel und Special Advisor to the Board of Patrons, Jorena Mikava. Die heutige Preisverleihung wird musikalisch durch den Oberkantor der israelitischen Kultusgemeinde in Wien, Herr Shmuel Barzilai, und dem von David Rees dirigierten Chor der Ohel Jakob Synagoge München begleitet. Und bevor wir uns den Vorspeisen widmen und dann natürlich anschließend zum zeremoniellen
Teil des Abends übergehen, freue ich mich sehr, den heutigen Abend jetzt mit zwei musikalischen Einheiten einleiten zu dürfen. Und daher bitte ich auf die Bühne, begleitet von Ihrem Applaus, noch einmal den Oberkantor der israelischen Kultusgemeinde in Wien, Herrn Shmuel Basilei, und dem von David Rees dirigierten Chef der Ohel Jakob Synagoge München. Es ist für mich und für unsere Kollegen eine sehr große Freude, hier heute hier singen zu dürfen, und danke für eure Geduld. Es ist sehr üblich bei der sehr besonderen Gelegenheit, einen Segensspruch, was wir nennen, Shehechianu Vekihimanu Vegianu Lasmana Se. Wir bedanken bei lieben Gott, dass wir zu dieser schönen Gelegenheit, das zu feiern zu dürfen, kamen wir. Und das ist für uns eine sehr wichtige Gelegenheit. Danke für die Einladung, und wir singen jetzt dieses Lied. Die, die das kennen, können auch sogar selbstverständlich auch mitsingen. Musik.
Hashem. Melech ha'olam. Melech ha'olam. Shecheyanu v'kiyimanu והגיענו לזמן הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לזמן הזה לזמן לזמן הזמן הזה לזמן הזה והגיענו לזמן הזה לזמן הזה לזמן הזה, לזמן הזה, לזמן הזה, הזה לזמן הזה, לזמן הזה, לזמן הזה, לזמן הזה, הזה שהחיינו וקיימנו והגיע לזמן הזה שהחיינו וקיימנו והגיע לזמן הזה שהחיינו וקיימנו והגיע לזמן הזה לזמן הזה לזמן הזה לזמן הזה, 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 Lasman, Lasman, Lasman. One, two, three, four, little sound. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, das war in der Tat eine musikalische Einleitung, so wie wir sie es uns wünschen. Sie haben den Raum hier mit Leben gefüllt und nicht unerwähnt soll natürlich bleiben, dass Herr Shmuel Barzilai und der Chor der Ohel Jakob Synagoge München begleitet wurde am Klavier von Frau Luisa Bretowka. Auch da nochmal ein Applaus. Vielen Dank für Ihren Wir werden selbstverständlich zeitnah zum feierlichen und eigentlichen Teil des heutigen Abends übergehen. Aber nun freuen wir uns auf die Vorspeisen. Wir stärken uns ein wenig, unterhalten uns am Tisch und dann freue ich mich sehr, später Herrn Ministerpräsidenten auf der Bühne zu sehen. Vielen Dank. Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, es hat gemundet, ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Und jetzt freue ich mich sehr auf den feierlichen Teil des Abends übergehen zu dürfen, nämlich der Verleihung des Lord Jakobovitz Preises. Wir beginnen mit einer Ansprache natürlich des Präsidenten der Europäischen Rabbiner Konferenz. Normalerweise würde ich seinen Namen erwähnen und ihn auf die Bühne bitten, aber ich glaube, es ist geboten, noch ein, zwei Worte und Sätze zum Präsidenten zu sagen, denn nach fast drei Jahrzehnten als Oberrabbiner
von Moskau wurde ja letztes Jahr von den russischen Behörden unter Druck gesetzt worden, den Krieg gegen die Ukraine öffentlich zu unterstützen. Doch als entschiedener Gegner des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine weigerte er sich standhaft und couragiert und lebt derzeit im israelischen Exil. Er hat somit Prinzipien bewiesen, er hat Mut bewiesen und ich glaube, das nötigt uns noch mal Respekt und einen gesonderten Applaus aus. Herr Präsident, Sie führen die Europäische Rabbinerkonferenz bereits seit 2011, auch dort immer wieder mit Führung, mit Engagement, mit Herzblut und mit Prinzipien. Ich freue mich sehr, dass Sie den Auftakt machen heute Abend, meine Damen und Herren. Präsident Pinchas Goldschmidt. Danke, Ali. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Markus Söder, sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Dr. Charlotte Knobloch, liebe Charlotte, sehr geehrter Herr Präsident Dr. Schuster, geehrte Abgeordnete des Bayerischen Landtags und der Bayerischen Stadträte, Exzellenzen und Vertreter des Konsularischen Korps, speziell die Generalkonsulin vom Staat Israel, Vertreter von Religionsgemeinschaften, geehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde der jüdischen Gemeinde Europas, Quod Rabbanim Shlita, der Vorsteher des Board of Patrons der CIA, Dr. Minz und die Vizevorsteherin Joël Aflalo. Es ist mir eine große Freude, heute zu Ehren des bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Markus Söder anlässlich der Verleihung des angesehenen Harav Lord Jakobovits Prizes der Konferenz der europäischen Rabbiner für die Förderung des jüdischen Lebens in Europa zu sprechen. Und ich freue mich natürlich, wieder hier im schönen Bayern zu sein. Wenn wir uns heute hier versammeln, um diesen historischen Moment zu feiern, ist es zunächst wichtig, an einige Wegmarken der Höhen und Tiefen der bayerischen jüdischen Geschichte zu erinnern. Mit Handelsschiffen aus dem Nahen Osten erreichten die ersten jüdischen Kaufleute auf der Donau bayerische Gebiete. Sie hatten unter anderem Salz, Wein und Pferde im Angebot. So zumindest steht es in der Raffelstädtener Zollordnung verfasst, um das Jahr 900 im gleichnamigen Ort an der Donau. Ob sie den Zoll bezahlt haben oder nicht, das wissen wir nicht. Später in Regensburg siedelten sich Händlerfamilien an und gründeten die erste jüdische Gemeinde in Bayern. Dort entstand ein blühendes geistiges Leben mit einer bedeutenden Talmudschule, das mit 12 Jahrhundert von dem großen Gelehrten Rabbi Ephraim ben Yitzchak, der in 1175 gestorben ist, geleitet wurde. Dazwischen immer wieder Pogrome, Schuldzuweisungen für die Pest, im späteren Mittelalter verantwortlich zu sein. Ein Déjà-vu war übrigens hier in den letzten Jahren die Corona-Pandemie und schließlich Mitte des 15. Jahrhunderts die restlose Vertreibung der Juden aus den bayerischen Städten durch die bayerischen Herzöge. Ausgenommen vom allgemeinen Aufenthalts- und Handelsverbot blieben im 18. Jahrhundert die sogenannten jüdischen Hofaktoren. Auch im Fürstenhof in München wurden reiche Juden geduldet, die durch ihre Finanzierung die aufwendige Hofhaltung, die große Feste, die Versorgung mit Luxusgütern und die Versorgung des Heeres garantierten. Heute, an diesem besonderen Abend, mögen wir angesichts der Pracht
dieses schönen Kaisersaals im Rückblick vielleicht etwas davon profitieren, auch wenn die Zeichen der Zeit von der damals andere wären. Bayern gehörte schließlich im Jahr 1813 zu den ersten deutschen Staaten, die Juden vollständige Bürgerrechte einschließlich der Religionsfreiheit gewährten. Im 19. Jahrhundert gab es auch eine Blütezeit des jüdischen Lebens in Bayern, insbesondere in Städten wie Nürnberg und München. Es entstanden Synagogen, jüdische Schulen und kulturelle Einrichtungen. Und Juden waren in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens aktiv, einschließlich Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft und Sport. Denken wir an den langjährigen Präsidenten des FC Bayern München, Kurt Landau. Dann der totale Absturz. In den 1920er Jahren begann eine neue unheilvolle Bewegung ihren Lauf zu nehmen. Hitler und seine NSDAP, nur wenige Meter von uns entfernt, scheiterte vor ganz genau 100 Jahren der erste Putschversuch gegen die junge Demokratie der Deutschen. Doch München blieb der Ausgangspunkt des Bösen, der Ausgangspunkt der NSDAP. Es ist die Stadt, in der die Reichspogromnacht 1938 geplant wurde, um das deutsche Judentum endgültig zu vernichten. Sehr geehrte Damen und Herren, das dunkle Zeitalter, das folgte, zerstörte die jüdische Gemeinschaft Europas. Europas und auch Deutschland. Nach der Shoah, nach über 6 Millionen ermordeten Juden, unzählig ausgerotteten jüdischen Familien, der unermesslichen Vernichtung von Kultur, Wissen und von Werten, war es schier undenkbar, dass jemals wieder jüdisches Leben in Europa und schon gar nicht in Deutschland stattfinden würde. Doch es kam anders. 11 Jahre nach dem Holocaust, 1956, als Europa durch einen eisernen Vorhang zwischen West und Ost geteilt war, kamen 4 hochrangige Rabbiner Westeuropas, die Oberrabbiner Englands, Frankreich und Niederlande, zusammen, um die Konferenz der europäischen Rabbiner zu gründen, um das jüdische Leben in Europa wieder aufzubauen und zu fördern. Die CER zögerte, nach Deutschland zurückzukehren und sich am Wiederaufbau des jüdischen Lebens in Deutschland zu beteiligen. Mein Vorgänger, der Königsberger, geborene Rabbiner, Oberrabbiner Großbritannien, Harav Lord Jakobovitz, traf eine mutige, jedoch die richtige Entscheidung. Er berief zum ersten Mal in den 1990er Jahren unseren Standing Committee hier in München zu Tagen. Nicht wenige unserer Mitglieder reisten damals mit einem sehr schweren Gefühl nach München. Doch dieser Mut des Neuanfangs hat sich gelohnt. Wie wir heute wissen, ist es nicht bei diesem einen Aufenthalt geblieben. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn eines ungebrochen ist im Judentum, dann eine schier grenzlose Zuversicht, nach vorne zu schauen, den Weg zu gehen, den einst Moses dem jüdischen Volk beim Auszug aus Ägypten in eine bessere Zukunft geebnet hat. Dieser Optimismus hat sich bei allen Höhen und Tiefen der jüdischen Geschichte bewährt, wie wir am Beispiel München sehen können. München ist inzwischen eine der größten und wichtigsten Gemeinden in Deutschland. Ein Erfolg, den wir vor allem der großartigen Präsidentin, wirklich die Legende des europäischen Judentums, Frau Charlotte Knobloch, zu verdanken haben. Deren unermüdlicher Einsatz für den Bau der Ohr-Jakobs-Synagoge und dem Gemeindezentrum am St. Jakobsplatz, das Judentum ins Herz der Stadt München zurückkehren zu lassen. Als wir vor mehr als 4 Jahren als Europäische Rabbinerkonferenz überlegten, unsere alle 2 Jahre in wechselnder Hauptstädte Europas stattfindende Generalversammlung mit weit über 500 Rabbinern in München abzuhalten, ein Novum in der Geschichte des CER, hielt ich diese Idee, die mein Generalsekretär Gadi Gronich und unser
Justizberaterin und Direktor vom Board of Patrons Sorena Mikawa und Oliver Rolofs anfangs einbrachten angesichts der wechselnden Geschichte München für Recht Meschugge. Danke, dass Sie so beharrlich waren, mich doch zu überzeugen. War die Zeit wirklich dafür reif, öfter nach Bayern zu kommen? Ja, sie war es längst. Und Sie, Herr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Söder, haben uns mit offenen Armen eingeladen, in München zu tagen und alles dafür möglich gemacht, dass schließlich im letzten Jahr zur 32. Generalversammlung der Konferenz der europäischen Rabbiner Bilder einer wieder aufgeblühten Judentums in Deutschland um die Welt gingen. Dafür möchte ich Ihnen und auch dem bayerischen Antisemitismusbeauftragten, unser Freund Dr. Ludwig Spänle, ohne den wir heute nicht so weit wären, heute Abend nochmals sehr herzlich Dank sagen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr Dr. Söder, Sie sind aber gemeinsam mit der bayerischen Staatsregierung noch einen großen Schritt weitergegangen. Ein so klares Bekenntnis der bayerischen Staatsregierung und von Ihnen zum jüdischen Leben, Ihr mehrmals geäußertes Schutzversprechen für die jüdische Gemeinde, Ihre klare Kante gegen Hass und Antisemitismus und der wirklich sehr große Einsatz, jüdisches Leben im Freistaat zu fördern, sucht schon seinesgleichen in Europa. Bayern ist ein großes Vorbild zu zeigen, wie jüdische Gemeinden in Europa eine Zukunft haben und weiter sich weiter entfalten könnten. Unter Ihrer Führung hat die bayerische Staatsregierung mehrere wichtige Initiativen gestartet, um das Leben in Bayern zu fördern und Antisemitismus zu bekämpfen. Dazu gehört unter anderem die Gründung des Bayerischen Zentrums für jüdische Studien, die Unterstützung der Restaurierung von jüdischen Friedhöfen, die Schaffung eines Holocaust-Gedenkzentrums in München und die Schaffung des Amtes des bayerischen Antisemitismusbeauftragten mit Dr. Ludwig Spänle an der Spitze, der eine großartige Arbeit leistet. Die Erhöhung der finanziellen Unterstützung für die jüdischen Gemeinden, unter anderem für mehr Sicherheit, und die Etablierung von verschiedenen Bildungsprogrammen für das Bewusstsein für jüdische Geschichte und Kultur zu schärfen. Die bayerische Staatsregierung hat auch Gesetze verabschiedet, um Hasskriminalität im Zusammenhang mit Antisemitismus effektiver zu bekämpfen und jüdische Einrichtungen besser zu schützen. Das Antisemitismusgesetz, verabschiedet im Jahre 2020, hat die Verfolgung vom Antisemitismus als Straftatbestand gestärkt. Und hier möchte ich mich auch an dieser Stelle an Herrn Oberstaatsanwalt Andreas Frank, Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Justiz, herzlichen Dank für seinen Einsatz sagen. Und zuletzt ist es Ihrer großen Einsatz zu verdanken, dass die Konferenz der europäischen Rabbiner in den nächsten Wochen ihren Hauptsitz nach München verlegt und ihre Aktivitäten künftig mit einem vom Freistaat Bayern geförderten Zentrum für jüdisches Leben, das unter anderem Rabbiner und Rabbinerfrauen ausbildet, deutlich erweitern wird. Wir kennen damit die Fortschritte, die gemacht wurden, aber wir kennen auch die Arbeit, an die noch zu leisten ist, den Antisemitismus zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang ist die Entscheidung der Konferenz der europäischen Rabbiner, ihren Sitz nach München zu verlegen, von besonderer Bedeutung. Sie stellt einen symbolischen Wendepunkt dar, ein Signal der Hoffnung und Erneuerung und eine Anerkennung der Fortschritte, die beim Wiederaufbau des jüdischen Lebens in Bayern erzielt wurde. Unter Ihrer Führung, lieber Herr Söder, ist Bayern zu einem Leuchtturm der Hoffnung für jüdische Gemeinden in ganz Europa geworden, zu einem Ort, an dem Sie sich willkommen, unterstützt und geschätzt fühlen können. Ich möchte dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Söder und der bayerischen Staatsregierung für ihr Engagement
zur Förderung jüdisches Lebens und Bekämpfung Antisemitismus sehr danken und hoffe, dass Sie weiterhin als Vorbilder für andere dienen werden. Sie und Bayern haben den Lord Jakobovits Prize der Konferenz der europäischen Rabbiner redlich verdient. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank an den CER-Präsidenten Pinchas Goldschmidt für seine Worte. Sie haben sehr eindrucksvoll den zeitlichen Bogen von den Anfängen jüdischen Lebens in München und Bayern erzählt, bis zum heutigen Tag natürlich, und haben so nochmal verdeutlicht, dass der heutige Abend überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, aber umso schöner, dass er stattfindet. Vielen Dank dafür. Die Laudatio auf unseren diesjährigen Preisträger wird keine geringere als die bereits von Ihnen erwähnten Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayerns gehalten. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir Frau Dr. Charlotte Knobloch. Sehr geehrter Herr Oberrabbiner Goldschmidt, lassen Sie mich gleich Ihnen danken, ich glaube in Ihrer allen Namen, für diesen heutigen wunderbaren und hochinteressanten Abend. Vielen Dank, Herr Oberrabbiner. Meine sehr verehrten Damen und Herren und natürlich sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Sie stehen am heutigen Abend nicht als Festredner auf der Bühne, sondern wir sind zusammengekommen, um Sie zu ehren. Mit dem Lord Jakobovitz Preis der Europäischen Rabbinerkonferenz werden Sie für Ihren langjährigen und unermüdlichen Einsatz für das jüdische Leben ausgezeichnet. Als Preisträger stehen Sie damit ab sofort in einer Reihe mit Personen wie dem König von Spanien, dem früheren französischen Ministerpräsidenten Manuel Wallis und einer gewissen Angela Merkel. Zu einem solchen Anlass und vor allem auf einen solchen Preisträger die Laudatio zu halten, ist schon eine Ehre für sich. Deshalb habe ich bei der Anfrage auch sofort und mit großer Freude zugesagt. Dieser Abend gibt mir schließlich auch die Möglichkeit, mich bei Ihnen ein Stück weit zu revanchieren. Für die innigen und herzlichen Worte, mit denen Sie im vergangenen Oktober beim Festakt in der Hauptsynagoge mich bedacht haben. Von einem Fixstern am bayerischen Firmament haben Sie damals gesprochen, und dieses Kompliment kann ich heute an Sie zurückgeben. Denn ohne Sie würde dieses Firmament kaum erstrahlen können. Trotzdem hängt der Vergleich. Denn ein bayerischer Ministerpräsident ist natürlich nicht nur ein einzelner Stern, sondern er ist von Amts wegen für den gesamten Sternenhimmel zuständig. Es ist seine Aufgabe, dass die großen und die kleinen Lichter in Bayern weiter ausstrahlen, aus denen auch wir als Bürger unsere Orientierung beziehen. Und das gilt für uns alle. Für die, die himmelwärts nach Weihnachtssternen Ausschau halten, genauso wie für diejenigen, deren Blick auf die drei Sterne gerichtet ist, die das Ende des Schabbat anzeigen. Es ist dabei kein Geheimnis, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, dass die jüdische Gemeinschaft in Bayern ihrem Licht besonders gern und dankbar folgt. Dass diese jüdische Gemeinschaft, der fünfte Stamm Bayerns, wie der damalige Ministerpräsident Herr Stoiber uns bezeichnet, dass der damalige fünfte Stamm Bayerns heute im Freistaat wieder ein Zuhause hat. Das ist eine große Gemeinschaftsleistung der bayerischen Politik
nach 1945. Alle Staatsregierungen haben hierfür den Weg bereitet, aber an der Zukunft des jüdischen Lebens in unserer Zeit bauen vor allem Sie. In Ihnen haben jüdische Menschen in Bayern seit vielen Jahren einen guten Partner, einen verlässlichen Freund und einen treuen Verbündeten. Das spüren wir im Umgang mit Ihnen und man spürt es in diesem unseren Land. Sie, Herr Ministerpräsident, stehen politisch und persönlich sinnbildlich für die enge Verbindung zwischen Bayern und seinen jüdischen Bürgern. Spiegelbildlich zur engen Verbindung dieser Bürger zu unserer bayerischen Heimat. Genau aus diesem Grund wusste ich keinen besseren Preisträger des Lord Jakobovitz Preises als Sie. Wenn ich das bereits aus reinem Bauchgefühl sage, so wird die Wahl bei einem Blick in das Preisstatut geradezu zwingend. Der Namensgeber des Preises, Lord Immanuel Jakobovitz, seligen Angedenkens, wird dort nämlich beschrieben als ein Mensch, der, und ich zitiere, religiöses Engagement mit bleibender Liebe und Zuneigung für seine Mitmenschen verband. Rabbiner Jakobovitz habe vor allem die Fähigkeit geschätzt, Menschen und Gemeinschaften zusammenzubringen, und er habe den Wert des Glaubens in einer sich immer rascher modernisierenden Welt betont. Diese Fähigkeiten zeichnet der nach ihm benannte Preis daher aus. Und ich hatte die Ehre, mit Lord Jakobovitz einige Gespräche vor langer Zeit zu führen. Mit anderen Worten, Rav Jakobovitz strebte eine gedeihliche Verbindung von Tradition und Moderne an. Und wer bei diesem Ziel nicht zuerst an unser Bayern und an Sie ganz persönlich denkt, dem ist einfach nicht zu helfen. Eine aus religiösen Grundwerten gespeiste Toleranz und ein fruchtbares Miteinander von Heimatbewusstsein und Weltoffenheit, das verkörpern Sie, sehr geehrter Herr Dr. Söder, seit jeher für unser ganzes Land und speziell für die jüdische Gemeinschaft. Das umfasst das klare Bekenntnis zu einem Zusammenleben in Respekt und damit auch die Pflicht, an der Seite der jüdischen Bayern zu stehen, wenn traurige Anlässe das fordern. Ihre Sorgen sind unsere Sorgen. Das haben Sie, unserer versammelten Kultusgemeinde, Coram Publicum, mitgegeben, als Sie im September 2019 die Münchner Hauptsynagoge besucht haben. Sie kamen in der schwersten Stunde nach dem antisemitischen Terrorakt in Halle an unserem höchsten Feiertag Yom Kippur. Wir waren in Angst, wir waren in Unsicherheit, wir waren fassungslos. Sie haben uns Sicherheit gegeben, Halt, Orientierung. Ihre Sorgen sind unsere Sorgen. Dieser Satz hat uns von der Einsamkeit befreit. Dieser Satz hat sich nicht nur mir eingeprägt. Die bayerische jüdische Gemeinschaft weiß sich von Ihnen behütet. Nicht weniger als 4-mal haben Sie in den vergangenen Jahren das persönliche Versprechen abgegeben, dass jüdische Menschen in Bayern die Möglichkeit haben sollen, in Sicherheit zu leben. Zuletzt haben Sie diese Zusage im September bei der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats in Fürstenfeldbruck erneuert. Ihre Sorgen sind unsere Sorgen. Das sind genau die Worte, die jüdische Menschen hören wollen und auch hören müssen. Es sind Worte, die zeigen, dass wir als Bürger des Landes ernst genommen werden, dass wir gehört und gesehen werden. Sie haben das verstanden, deshalb zitiere ich Ihren Satz von 2019 noch weiter. Nur betroffen und beschämt sein, das reicht nicht mehr aus. Auch das traf den Nagel auf den Kopf. Gleichwohl, Worte sind das eine und Papier ist im Zweifel geduldig, aber was Sie versprochen haben, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, das haben Sie auch manifest gemacht. Was die jüdischen Gemeinden in Bayern brauchen, um gut
vor allem sicher bestehen zu können, das haben sie bekommen. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle hat die bayerische Staatsregierung sofort reagiert und einen Fördertopf für neue Sicherheitstechnik in den bayerischen Gemeinden eingerichtet. Am Morgen nach diesem Yom Kippur klingelte gleich nach meiner Ankunft das Telefon. Sie waren am anderen Ende. Im Gegensatz zu vielen anderen Anrufern wollten sie aber nicht nur kondolieren, sondern sie hatten eine klare Frage für mich. Zitat: Was können wir tun, damit Sie sich in Bayern auf Dauer sicher fühlen? Sehr geehrte Damen und Herren, das ist Führungskraft, das ist Empathie, das ist Respekt. Wer so handelt, wie Sie damals gehandelt haben, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, der hat diesen und noch viele andere Preise mehr als verdient. Die Staatsregierung hat unter ihrer Führung dafür gesorgt, dass das Fundament für jüdisches Leben in Bayern grundsolide bleiben konnte. Erst vor 2 Wochen haben wir einen neuen Staatsvertrag als gemeinsame Basis unterzeichnet und das heute offiziell ins Werk gesetzte enorme Engagement des Freistaates für die Zukunft der Konferenz Europäischer Rabbiner, für das Zentrum für jüdisches Leben hier in der Landeshauptstadt, das trägt unverkennbar Ihre Handschrift. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist wirklich groß. Das ist Bayern. Das ist Dr. Markus Söder. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Sie sind unser Schutzpatron. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, möchte ich den Rahmen kurz erweitern und den Blick über die jüdische Gemeinschaft auf ganz Bayern und darüber hinaus lenken. Sehr geehrter Ministerpräsident, Sie sind ein Schutzpatron. Deswegen darf in einer Laudatio auf Sie nicht in herausragender Einsatz in der Pandemie fehlen, denn damit haben Sie alle Menschen geschützt, alt, jung, jüdisch, christlich, muslimisch, buddhistisch, atheistisch und so weiter, alle. Sie haben unzählige Leben gerettet. Ich werde nicht vergessen, wie Sie um jedes Leben gekämpft haben, wie Ihnen die Krankenzahlen und die Mangelzahlen und die Bilder aus Bergamo den Schlaf raubten, wie Sie alles gegeben haben, um mehr, um uns zu schützen. Sie sind vorangegangen, lieber Herr Ministerpräsident. Sie haben das Richtige getan. Auch dafür gelten Ihnen tief empfundener Dank und Wertschätzung über den Tag hinaus. Verehrte Anwesende, auch wenn das Lob einer Bayerin an einen Bayern sehr durch die weiß-blaue Brille gesprochen wird, will ich keinesfalls den irrigen Eindruck erwecken, dieser Preis sei nur eine regionale Angelegenheit. Nein, sehr geehrter Herr Dr. Söder, Sie erhalten diesen Preis dem Namen gemäß ausdrücklich auch als Preis vor European Jewry, für das europäische Judentum. Warum? Das könnten unter anderem die Hunderten von Rabbiner erklären, die im Mai und Juni 2022 an der Generalversammlung der Europäischen Rabbinerkonferenz hier in München teilgenommen haben. Das Event war zuvor wegen der Pandemie verschoben worden und stand auch danach lange auf der Kippe, aber am Ende wurde es ein überwältigender Erfolg und jeder, den man fragte, hat dies bestätigt. Dieser Erfolg war vor allem eine Folge der durchgehenden und tatkräftigen Unterstützung von oberster politischer Seite, mit anderen Worten, von Ihnen. Wir konnten uns während der Generalversammlung mehrmals austauschen und ich habe deutlich gespürt, wie angetan Sie von der Zusammenkunft waren. Dass dieses so wichtige Gremium der europäischen Rabbiner für seine erste Tagung in Deutschland München ausgewählt hat, hat uns alle stolz gemacht. Mich als Präsidentin der Kultusgemeinde und Sie als Chef der Staatsregierung, aber erkennbar auch als berührten und erfreuten Bürger, als Menschen. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und ich weiß, dass deshalb auch Ihre neuerliche Einladung an die Rabbinerkonferenz von Herzen kam, als Sie meinten,
Die Generalversammlung konnte künftig einfach jedes Mal in München stattfinden. Organisatorisch hat sie in dieser Stadt ohnehin schon ihre Verankerung. Es ist zwar vielleicht noch etwas zu früh, von München als heimlicher Hauptstadt des europäischen Judentums zu sprechen, aber eine herausragende Metropole, die ist es längst. Auch das verdanken wir Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Deshalb will ich abschließend noch einmal deutlich unterstreichen, dass nichts von alledem selbstverständlich ist. Ganz im Gegenteil. Wir erleben in Europa und aller Welt einen wieder aufflammenden Judenhass. Wir sehen, wie Gesellschaften und auch politische Eliten dem jüdischen Leben den Rücken kehren, wie das Zusammenleben erst zu Worthülsen erstarrt und teils in offene Feindseligkeiten umschlägt. Wir sehen, wie Populismus und Hass das Miteinander aushöhlen. Und dann werden wir fast schon wieder verzweifeln, wenn sich die Zukunft in Zweifel hüllt, wenn sich Angst breit macht, dann denke ich an Ihre Worte. Ihre Sorgen sind unsere Sorgen. Und dann sehen wir mit Freude und mit Dankbarkeit, dass all das, das eben geschilderte, bei uns nicht der Fall ist, ganz im Gegenteil. Wir sehen, dass Sie als Ministerpräsident für ein selbstbewusstes, sicheres und sichtbares Judentum eintreten. Wir sehen, dass Sie den Auswüchsen am rechten Rand, den Hetzereien einer extremistischen und judenfeindlichen Partei immer wieder entschlossen Kontra geben. Wir sehen, wie Sie sich allen Formen des Antisemitismus, auch dem Israel-Hass, konsequent entgegenstellen. Wir sehen, wie Sie die freiheitliche Demokratie gegen Ihre Gegner verteidigen. Und wir sehen auch an kleinen Gesten, dass die jüdische Tradition für Sie einfach mit dazugehört. Ich denke, das bis heute an einem Abend im Corona-Winter zurück, an den Tag, an dem sonst öffentlich die Hanukkah-Kerzen gezündet worden wären, in diesem Jahr aber natürlich nicht. Da haben Sie als Ministerpräsident ein kurzes, aber herzliches, offenbar zu Hause aufgenommenes Handyvideo veröffentlicht mit Grüßen zu Hanukkah. Kein großer Aufwand, aber eine herrliche Stütze für die Menschen, die das Hanukkah-Fest, wie eigentlich vorgeschrieben, in der Öffentlichkeit hätten feiern wollen. Herr Ministerpräsident, bleiben Sie, wie Sie sind. Wir folgen Ihnen. Wir sind dankbar, dass es Sie gibt. Und wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen, dass alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Liebe Frau Dr. Knobloch, Sie haben in Ihrer sehr schönen, sehr wunderbaren Laudatio sehr eindrücklich begründet und mit uns noch einmal geteilt, warum der bayerische Ministerpräsident den diesjährigen Lord Jakobovitz Preis bekommt. Vielen Dank dafür. Und bevor wir diesen Preis überreichen und von Ihnen hören, Ministerpräsident, freue ich mich jetzt sehr, auf die Bühne zu bitten, Dr. Boris Minz, den CER Chairman Board of Patrons, und Joel Aflalo, Vice Chairman, Board of Patrons, um den Preis zu übergeben. Natürlich begleitet von und mit Ihrem Applaus. Kommen Sie zu uns auf die Bühne. Sie haben jetzt die sehr schöne Aufgabe, den Preis an unserem bayerischen Ministerpräsidenten zu übergeben. Und in diesem Sinne
Noch einmal, meine Damen und Herren, der Grund, warum wir heute Abend hier sind, eine wunderbare Statue, die übrigens von Georgi Frangulian entworfen wurde und stellt eine offene Tora darstellen soll, die auf drei geschlossenen Sefer Tora liegt, die dieses Jahr an keinen geringeren als dem bayerischen Ministerpräsidenten, Herrn Dr. Markus Söder, überreicht wird. Herr Ministerpräsident, ich bitte Sie auf die Bühne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Präsident und Oberrabbiner, liebe Frau Knobloch, lieber Herr Schuster, lieber Ludwig Spänle, lieber Staatsminister Florian Herrmann, liebe, liebe Gäste aus Bayern, Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Ich habe eine total verrückte und gemischte Gefühlswelt nach diesen beiden sehr beeindruckenden Laudationes. Da gibt es die Freude darüber. Die Freude ist in erster Linie darüber, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, künftig das Zentrum der Rabbinerkonferenz in Europa, in Bayern, in München zu machen. Es ist uns eine große Ehre und Freude. Wir wünschen, ein guter Gastgeber zu sein. Und als wir die ersten Gespräche geführt haben, Sie können sich vorstellen, Oberrabbiner und sein Manager an der Seite, wenn ich das sage, der Generalsekretär, waren bei uns. Wir haben uns geredet. Er hat es sehr geschickt gemacht. Er hat angedeutet, man sei auf der Suche und überlege. Und ich habe dann die Chance genutzt und habe es vorgeschlagen. Und wir haben, glaube ich, jetzt auf uns auf einem guten Weg begeben. Ich freue mich sehr, wir werden alles dafür tun, ob organisatorisch, logistisch, auch finanziell, dies zu unterstützen. Es wäre dem Freistaat Bayern eine ganz große Ehre. Es wird eine Ehre sein, wenn Sie dauerhaft bei uns sind. Herzlichen Dank und herzlich willkommen dafür. Das ist die leichte Gefühlswelt. Die andere ist irgendwie so eine Mischung aus, die mich näher kennen, weil das vielleicht gar nicht so glauben, aus Scham und Unsicherheit, ob ich so einen Preis verdiene. Und was bedeutet das eigentlich? Ich darf Ihnen ehrlich sagen, mich berührt es sehr. Als ich ein Kind war, haben meine Eltern, wahrscheinlich heute würde man das pädagogisch nicht mehr sinnvoll sagen, damals eine Fernsehserie anschauen lassen. Heute würde man sagen Miniserie. Das war die Serie Holocaust. Ich habe das nie vergessen und es hat mich nie wieder losgelassen. Diese Bilder, diese Geschichte erzählt, dann später mit Dokumentarfilmen gesehen, was Holocaust bedeutet, was die Shoah angerichtet hat, wie Menschen sein können zum Menschen, das hat mich tief getroffen. Das war ein Stück weit ein Schock. In meinem kindlichen, naiven Leben zu glauben, der Mensch sei gut. Und es war übrigens auch ein Schritt zu einem eigenen politischen Bewusstsein. Nämlich zu sagen, das darf nicht mehr passieren. Das geht doch gar nicht. Da sträubt sich innerlich alles bei einem, wenn man das erlebt. Und deswegen ist es mir eine, jenseits von allen politischen Erwägungen, wirkliche Lebensidee und Haltung, mich dafür einzusetzen, dass Antisemitismus nie wieder eine Chance hat, meine Damen und Herren. Keine Chance. Es gibt politische Ratgeber und Taktiker, die sagen, ja, schon verständlich, aber musst du immer so klar dich da äußern? Musst du das auch immer wuchtig machen? Dann sage ich, natürlich muss ich es wuchtig machen, weil es auch die Bösen gibt, die selbst wuchtig sind. Wenn wir es schleichend zulassen, dass Rechtsextremismus, Nationalismus, Faschismus, Antisemitismus sich wieder hineinschleicht in die Mitte der Gesellschaft, es wieder schafft, ein bisschen Akzeptanz zu finden. Wenn die Kraft der Demokraten nachlässt, wenn die Entschlossenheit, wenn die Wucht der Entscheidung des Schutzes nachlässt, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir auf einen falschen Weg kommen. Herr Schuster hat mir mal gesagt, wir gehen nicht wieder, aber der eine von uns hat vielleicht schon mal
den kleinen Koffer gepackt und daheim, weil er nicht ganz sicher ist. Das darf nicht passieren. Und deswegen ist der Satz, Ihre Sorgen sind meine Sorgen, aus tiefer Überzeugung gesagt, wer jüdisches Leben bedroht, wer jüdisches Leben herausfordert, wer Jüdinnen und Juden in ihrer Freiheit einschränken will, der muss mit unserem entschlossenen, konsequenten Widerstand rechnen. Null Toleranz gegenüber den Intoleranten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Vorbild ist übrigens Frau Verknobloch. Also es ehrt mich sehr, doppelt und dreifach, dass Sie die Laudatio halten. Sie sind schon eine echt großartige Person, das muss ich mal sagen. Wirklich eine großartige Person. Ich höre ja auch immer viele Reden und bin offiziell natürlich von allen beeindruckt, aber bei Ihnen ist es tatsächlich so. Mehrere dieser Reden haben mich beeindruckt. Ich finde das eine so unglaubliche menschliche Leistung, wenn man ihren Lebensweg sieht. Als junges Mädchen, eigentlich auch herausgerissen aus der kindlichen Unschuld. Plötzlich in einer Heimat und Umgebung, die einem vertraut war, wo man gerne war, wo man hier lebt. Und plötzlich herausgerissen, wo Menschen plötzlich böse werden, von denen man gar nicht gedacht hat, dass sie so tief drin Böses denken können. Und dann nach dieser unglaublichen historischen Schande und dieser unglaublichen historischen Zäsur, dann aber wieder zurückzukommen. Also ich muss dazu gehen. Ich weiß nicht, ob es ich gekonnt hätte. Und ich habe für jeden Verständnis, der gesagt hat, da will ich nicht mehr hin. Da will ich nicht mehr hin. Oder der sich auch schwer tut mit Vergebung. Da habe ich Verständnis für. Wenn ganze Familien nicht mehr da sind, dann ist es schon verständlich, wenn man damit nichts mehr zu tun haben will. Weil man damit auch nicht erinnert werden will und auch nicht vergeben kann. Was Sie gemacht haben, ist aber das Gegenteil. Sie haben nicht nur Vergebung gezeigt, Sie haben ermuntert, Sie haben motiviert. Die große, wundervolle Synagoge bei uns geht ganz entscheidend auf Ihren Einsatz zurück. Sie haben Ministerpräsidenten, Oberbürgermeister immer irgendwie um den Finger gewickelt. Anders kann man es gar nicht sagen. Ja? Bis heute. Und haben damit so unglaublich viel erreicht. Sie haben Jüdinnen und Juden Mut gemacht. Sie haben die Politik dazu gebracht, sich dazu zu committen, wie man neudeutsch sagt. Aber wenn ich ehrlich bin, noch mehr beeindruckend als Charme, Diplomatie und manchmal ein bisschen Trickrigkeit, ist Ihre Haltung. Wir hatten vor einigen Jahren an einem der Gedenktage beim Bayerischen Landtag Frau Knobloch eingeladen als Rednerin. Und man muss dazu sagen, im Bayerischen Landtag sitzen viele kluge Leute, einige, die an sich arbeiten, aber da sitzt auch eine Gruppe, die wirklich nichts verstanden hat. Und andere hätten da vielleicht gezuckt. Frau Knobloch hat ihre Position vorgetragen. Und dann haben die gedacht, sie könnten mit lauten Rufen stören. Sie könnten irgendwas dagegen machen. Und ich habe selten jemanden gesehen, der dieser AfD so die Leviten gelesen hat, dass sie dann, und zwar nicht aus Stärke, sondern aus Schwäche, aus Angst, den Saal verlassen haben. Und deswegen, liebe Frau Knobloch, Sie mögen keine 1,90 sein und keine 150 Kilo wiegen und vielleicht auch nicht völlig durchtrainiert sein, aber Sie haben einen so wackeren, so tapferen, so starken Charakter und Geist, da wären viele Menschen in Deutschland wirklich froh, wenn Sie nur ein Fünftel davon haben können. Ganz große Leistung. Ganz herzlichen Dank. Es stimmt, wir setzen Dinge konsequent um. Wozu braucht es Politik sonst? Es gibt sehr viele Reden über die Shoah. Es gibt viele, die sagen, die Vergangenheit war schlimm, aber trauen sich dann nicht, die Folgen für die Zukunft zu setzen. Wenn es tatsächlich nur im Akademiebereich, im akademischen Bereich in der Diskussion bleibt, dann wird es der Entwicklung, die wir haben, nicht gerecht. Zum einen spüren wir, meine Damen und Herren, dass Dinge plötzlich wieder stattfinden, die wir für unmöglich gehalten haben. Nicht nur diese Pandemie,
von der keiner geglaubt hätte, dass sowas möglich ist, sondern plötzlich auch wieder Krieg. Plötzlich auch wieder Krieg. Und lieber Herr Präsident, auch Ihre Haltung in Bezug auf diesen Krieg, meinen höchsten Respekt. Es ist übrigens leichter, bei uns diese Meinung zu vertreten, als wenn man aufgefordert wird, sich dazu zu bekennen. Auch da meinen Respekt. Und Sie setzen sich auch für viele Menschen aus der Ukraine ein, wir übrigens ganz genauso, weil es uns eine Herzenspflicht ist, Menschen in Not zu helfen. Und wenn man die Blicke, ich habe vor Weihnachten bei einem Kinderchor, ukrainischer Kinderchor, Florian bei uns in der Staatskanzlei, und wenn Sie dann die Kinder sehen, die singen und in den Augen, auch da zwei Gefühlswelten, Erleichterung, dass sie selber nicht mehr Angst haben müssen um sich, aber die flackernde Sorge um Vater, Bruder, Onkel, Großvater. Und deswegen ist es uns auch eine Verpflichtung, gegen Krieg, gegen autoritäre Staaten vorzugehen. Am Ende, meine Damen und Herren, muss das Recht siegen und niemals die Gewalt. Gewalt ist immer falsch, und wer Gewalt anwendet, muss damit rechnen, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir auch entschlossen und wehrhaft antworten können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen haben wir beispielsweise auch gewirkt. Wir haben tatsächlich nach den Ereignissen und diesen Anschlägen von Halle, wo wir nicht gedacht hätten, dass sowas mehr möglich ist, haben wir am Tag darauf miteinander gearbeitet, was können wir tun. Wir haben die Sicherheitseinrichtungen deutlich verstärkt, die an einigen Stellen in Synagogen ausbaufähig werden. Wir haben Polizeischutz sofort gewährt und verstärkt. Und wir fangen auch an und fangen viel früher an, als andere gegen Straftaten vorzugehen. Bei uns wird kein Verfahren eingestellt wegen Geringfügigkeit, beispielsweise bei Beleidigung. Bei uns ist auch sehr klar, Florian Herrmann, dass wir über unsere Generalstaatsanwaltschaften auch im Internet sehr aktiv sind. Das ist ja die Vorstufe. Der Entwicklungsprozess ist ja immer der gleiche. Aus wirren und bösen Gedanken werden böse Worte. Die werden dann auf einer unteren Schwelle im Netz eingespeist. Was da mal an Hass da ist, an Absurditäten, an Verschwörungstheorien, kann man sich nicht vorstellen. Übrigens, während der Pandemie wurde ich immer von denen, die es nie geschafft haben, voraus, sondern immer noch querdenken. Ich habe dann auch beschimpft und angegriffen und wurde immer nur als Judensau und Judenschwein beschimpft. Es vermehren sich und vermengen sich immer die gleichen Idioten. Wir wehren uns dagegen. Denn wenn im Netz und sozusagen bös gedacht mit bösen Worten agiert wird, irgendwann ist es zu wenig an Hemmung. Irgendwann ist die Enthemmung so groß. Irgendwann bricht sich das Tabu und nahezu alle, die Taten machen, waren vorher im Netz unterwegs und haben diesen Weg gegangen. Also setzen wir auch im Netz an, finden und fahnden und wehren uns dagegen. Das ist unser Auftrag und den setzen wir auch fort. Ich sage Ihnen aber auch, die Arbeit für Sie ist nicht nur eine Arbeit von Staatsanwaltschaft, Polizei, von Rechtsstaat. Uns ist auch das jüdische Leben wichtig. Als wir Ludwig Spähnle berufen haben, und ich darf das an der Stelle sagen, wir sind beide 1994 in den Landtag gekommen, über viele, viele Jahre ganz eng verbunden. Ich wusste, dass er für diese Aufgabe perfekt geeignet ist, weil es ging ihm nicht nur um die Bekämpfung von Antisemitismus, sondern auch um Schutz und Entwicklung und Freiheit jüdischen Lebens. Ich sage dir auch nochmal einfach persönlich herzliches Dankeschön für deinen überragenden Einsatz. Das ist wirklich großartig und wir sind stolz, dass du diese Arbeit machst. Und bitte mach sie auch weiter. Ich kann es dir garantieren. Und natürlich haben wir dieses jüdische Leben, das wir stärken wollen, mit Schulen, mit Altenheimen, mit Kitas, die Freiheit zu haben. Jüdinnen und Juden sollen bei uns ihren Glauben leben können. Es kommt nicht nur darauf an, dass wir arbeiten, dass jemand Polizeischutz bekommt, wenn er sich bewegt. Es soll frei sein. Es soll sein Leben leben, es soll seinen Glauben leben, wie er sich's vorstellt. Und deswegen arbeiten wir auch aufzuklären, zu begeistern, Freiheit zu setzen. Wir haben tatsächlich unseren neuen Staatsvertrag abgeschlossen und die Mittel, lieber Schuster, deutlich aufgesteckt. Es war Ihnen
wie immer zu wenig, aber es war schon sehr viel mehr als in der Vergangenheit, glaube ich, das kann man schon sagen. Und sie haben gesagt, okay, man muss wissen, ja, Schuster ist ja auch wie ich Franke und der Franke tut sich relativ schwer, euphorisches Lob auszusprechen. Ja, also ein passt schon oder da kann man nicht wirklich was dagegen sagen, ist wahrscheinlich das höchste Maß an Lob. Das tun wir und das werden wir auch weiter tun. Wir bauen übrigens auch Jugendarbeit aus. Übrigens nicht nur in Bayern, sondern auch mit Israel. Und das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, liebe Frau Generalkonsulin. Wir haben ja auch eines der größten Generalkonsulate bei uns und wir haben es gern da und wir unterstützen es auch gern. Ich bin auch Israel-Fan. Ich weiß, es gibt Leute, die versuchen, Antisemitismus zu verpacken in Antizionismus. Das ist ja auch ganz populär. Ja, nicht jede Entscheidung der israelischen Regierung führt zu Hurra. Und dann heißt es, ja, aber man muss doch nochmal die israelische Regierung kritisieren dürfen. Meine Damen und Herren, soweit ich das überblicke in Israel selbst, gibt es niemanden, der die israelische Regierung mehr kritisiert als die Israelis selbst. Ja? Und die Regierungsbildungen sind ja immer so, dass man sagen kann, von äußerster Stabilität. Und es geht auch mal so, und die Mehrheiten sind auch mal wechselnd. Aber am Ende bleibt es übrigens ein starkes, ein stabiles und ein demokratisches Land. Und da wird automatisch unser Partner. Und alle, die im Moment übrigens nur auf den Bereich Ukraine schauen, rate ich dringend zu sehen, was im Nahen Osten derzeit stattfindet. Die neue Annäherung, die Verbindung von Iran und Saudi-Arabien könnte für die ganze Region eine völlig neue Herausforderung bringen. Und es ist auch unsere Aufgabe an Deutschland, auch der deutschen Außenpolitik, nicht nur eindimensional an das eine Thema zu denken. Die Sicherheit im Nahen Osten ist auch für unsere Sicherheit wichtig. Und wir müssen auch mit einstehen für die Sicherheit unseres wichtigsten Verbündeten in der ganzen Region. Und das ist und bleibt Israel. Und darum sind wir auch an der Seite Israels, wenn Terrorismus, wenn Angriffe auf Israel kommen. Deswegen bekennen wir uns zur Freundschaft, deswegen bauen wir die wirtschaftlichen, die wissenschaftlichen und vor allem die Jugendkontakte aus. Das ist auf jeden Fall gewährleistet. Auch da mein Versprechen, nicht nur für jüdisches Leben in Bayern, sondern auch für die enge Verbindung zwischen Bayern und Israel. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Also das alles beeindruckt mich heute sehr. Und ich bin gerührt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es verdiene, weil es sind so viele, die dahinter stehen. Und Sie haben es auch dankenswerterweise gesagt, es geht nur nicht nur wegen mir, sondern es sind so viele dabei, unser ganzes Kabinett, alle Minister, die sich da engagieren, unser Innenminister Joachim Herrmann beispielsweise, auch der Schulminister Piazzolo, Louis Spänle natürlich, Florian Herrmann, der, glaube ich, auch ein enger Freund ist und viele, viele andere, die sich dafür engagieren. Und ich weiß, dass die Zeiten nicht so einfach sind. Und ich kann Ihnen auch nicht versprechen, dass es nie ein Problem gibt. Woher die Winde wehen, das können wir nicht bestimmen. Wir müssen nur die Frage stellen, wie wir die Segel setzen. Und eines ist für uns jedenfalls klar in Bayern, wir halten unser Versprechen. Und wir freuen uns, dass Sie bei uns sind, bei uns bleiben. Und wenn ich das sagen darf, jeder, der in Bayern lebt und arbeitet, verstärkt Bayern. Jeder, der sich hier engagiert und sein Leben lebt, der macht Bayern größer. Und meine Damen und Herren, wir haben in Bayern dieses Stichwort der Liberalitas Bavariae. Jeder nach seiner Fasson. Jeder soll glücklich werden, wie er ist. Und deswegen ist Bayern auch das schönste Bundesland in Deutschland. Wir sind das kann man daran erkennen, dass zum einen viele Gäste zu uns kommen. Die Rabbinerkonferenz ist die eine, die Münchner Sicherheitskonferenz ist die andere. Der G7-Gipfel war bei uns beispielsweise mit allen Präsidenten der Welt. Also ich kriege manchmal die Frage, machen Sie Auslandsreisen? Ich sage, nein, die kommen ja alle zu uns. Das ist der eine Teil. Bayern wächst auch. Wir haben das auch nochmal erklärt an unsere Gäste. Wir haben in den letzten 20 Jahren 1 Million Menschen an Zuwanderung bekommen. Übrigens auch sehr stark aus ganz Deutschland, haben trotzdem die niedrigste Arbeitslosenquote, die niedrigste Kriminalitätsquote, die höchste Integrationsquote. Also irgendwie scheint es zu klappen. Und ich würde es mal so vergleichen. New York, wenn die amerikanischen Freunde da sind, New York ist ein bisschen und Berlin ist ein bisschen wie New York. Spannend, disruptiv, manches funktioniert, vieles auch nicht. Und wir empfehlen uns immer so ein bisschen wie die Westküste
der USA. Ja? Gemütlichkeit, Genialität, Lässigkeit, Leistungsfähigkeit. Bei uns kann man im Internet surfen und hier in der Nähe am Eisbach. Bei uns geht alles. Ja. Und deswegen will ich das am Schluss einfach sagen, und das sei mir noch gestattet. So schlimm die Welt auch ist, so schlimm die Herausforderungen sind, wenn wir nicht ein bisschen Mut und Optimismus haben, so wie Frau Knobloch, wenn wir nicht ein bisschen an das glauben, was uns ausmacht, dann können wir nicht die, denen es nicht so gut geht, motivieren, weil wir müssen vielen Menschen Kraft geben. Aber dann können wir auch nicht in dieser Welt bestehen. Wer jammert, wer immer nur Angst hat, der wird nichts erreichen. Ich habe einmal Shimon Stein, war der erste Botschafter von Israel, den ich kennengelernt habe. Ich habe damals gefragt, ja, warum seid ihr denn immer so aktiv auch mit euren Nachbarn? Da hat er gesagt, ja, weil das lassen wir nicht mehr zu. Wir gehen nicht mehr in irgendeinen Waggon und wehren uns nicht. Das hat mich tief beeindruckt. Und bei uns ist es in ganz kleiner Form genauso. Wir stehen für das, was wir glauben. Und wer an etwas glaubt und dafür einsteht, der überzeugt auch andere. Für sein Weltbild, für seine Ideale und für seine Freundschaften. Und die Freundschaft mit Israel, die enge Bindung an die Rabbinerkonferenz, die Freiheit des Glaubens, egal was man glaubt und auch wenn man nichts glaubt, meine Damen und Herren. Was ich schade finde, wenn man nicht an Gott glauben kann, das muss jeder selbst entscheiden. Ob man glaubt oder nicht, das ist die Freiheit des Einzelnen. Wir zwingen nichts auf, aber wir zwingen diejenigen, die anderen was aufzwingen wollen, denen zeigen wir die rote Karte, und zwar mit aller Entschlossenheit. Insofern sehe ich diesen Preis als Auftrag, nicht nachzulassen, weiterzuarbeiten, vielleicht noch eine Schippe draufzulegen. Und die Rabbinerkonferenz, auch die Finanzierung, ist damit natürlich super gesichert. Alles Gute, herzlichen Dank und Gottes Segen. Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr Ministerpräsident, für diese Rede. Sie haben diesen Preis akzeptiert und sind nun der Preisträger des Lord Jakobovitz Preises 2023, reihen sich ein in eine ganze Anzahl und Vielfalt von sehr prestigeträchtigen Personen. Und ich glaube, die Rede, die Sie hier nochmal gehalten haben, das Bekenntnis zum Judentum, zu Israel, ist hier auf sehr offene Herzen und Ohren gestoßen. Meine Damen und Herren, bevor wir den Hauptgang servieren, freue ich mich jetzt sehr, noch einmal den Kantor Shmuel Barzilai, das Ohel Jakob Chor und natürlich Luisa Barzilow auf die Bühne zu bitten und uns musikalisch hier noch einmal zu bereichern. Die Bühne gehört Ihnen. Halleluja in Hebräisch.
Hallelujah. 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 Meine Damen und Herren, bevor der Hauptgang serviert wird, wir wollen diesen schönen Abend natürlich in Fotos festhalten, damit die Erinnerungen noch lange mit und bei uns bleiben. Deswegen würde ich mit Ihrer Unterstützung und Ihrem Applaus noch einmal den bayerischen Ministerpräsidenten, CR-Präsidenten Pinchas Goldschmidt und natürlich Dr. Charlotte Knobloch auf die Bühne bitten, um ein schönes feierliches Foto mit dem Preis noch einmal zu tägen. Bitte auf die Bühne.
Deutschland so aufgeht. Okay. Jetzt haben wir es nämlich langsam, oder? Ich habe langsam wieder ein Foto gemacht. Ja? Vorabend von Anne. Danke. Vielen Dank nochmal. Ich glaube, dieses Foto hätte gefehlt in den Erinnerungen und den Annalen und den Geschichtsbüchern. 2023 der Lord Jakobovitz Preis. Jetzt, meine Damen und Herren, genießen Sie den Hauptgang und die Gespräche und wir sehen uns gleich wieder mit einem Grußwort natürlich von Herrn Dr. Josef Schuster. Viel Spaß. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich noch einmal um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Wir haben heute bereits schon zahlreichen und sehr schönen Reden lauschen dürfen, aber ich glaube, es versteht sich von selbst, dass wir den heutigen Abend nicht konkludieren können und dürfen, ohne auch vom Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland zu hören. Und deswegen freue ich mich sehr, Herrn Dr. Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, jetzt auf die Bühne zu bitten. Quod Rabbanim, sehr geehrter Herr Rabbiner Goldschmidt, sehr geehrter Frau Dr. Knobloch, meine Damen und Herren. Unsere Zeit ist geprägt vom Nebeneinander der modernen, schnellen Zeit und des Langsamen, der Alten, der Tradition, ja der Religion. Lederhose und Laptop wurde das in Bayern, meine ich, einmal genannt. Sie schreiben, sehr geehrter Herr Rabbiner Goldschmidt, in Ihrer Erläuterung zum Lord Jakobovitz Preis, jener habe sich sein Leben lang dafür eingesetzt, den Wert des Glaubens in einer sich modernisierenden Welt zu schätzen. Und ich verstehe, dass genau in diesem Sinne, sich für einen kurzen Moment in eine andere Welt begeben zu können. Dass Jüdinnen und Juden in Bayern diesen Halt haben, dass sie sich hier nicht nur geschützt, sondern auch willkommen fühlen, das ist sicherlich einer der großen Verdienste von Dr. Söder als Ministerpräsident des Freistaats Bayern. Vor gerade einmal drei Wochen, aber das ist nicht wesentlich, haben wir in Bayern den Staatsvertrag mit den jüdischen Gemeinden angepasst. Ein wirkliches Zeichen des Vertrauens und der Freundschaft. Und ich darf Dr. Söder so ein bisschen widersprechen. Mehr ist zwar immer gut, aber ich glaube, Frau Dr. Knobloch, wir beide haben eigentlich nicht mehr erwartet. Dr. Söder, und ich komme beide aus Franken und uns Franken, er hat es auch angedeutet, wieder gerne gesagt, wir seien etwas wortkarg. Ich möchte eher sagen, wir machen lieber, anstatt nur zu reden. Und am Ende heißt es dann, passt schon. Diese Natur, die auch Sie, Dr. Söder, verkörpern, ist für die jüdische Gemeinschaft nicht nur in Franken, sondern in ganz Bayern ein Segen. Sie zeigt die Selbstverständlichkeit, mit der jüdisches Leben in diesem Land zu unserer Gesellschaft gehört. Eine Selbstverständlichkeit, die immer noch in Gefahr ist und die verteidigt werden muss. Dr. Söder setzt sich aus einer intrinsischen Motivation für die jüdische Gemeinschaft und den Kampf gegen Antisemitismus in Bayern ein. Und das strahlt natürlich auch über die Landesgrenzen hinaus. Gerade gestern war ich auf dem Treffen der Antisemitismusbeauftragten der Justiz aus ganz Deutschland hier in München.
Als erstes hatte der Freistaat Bayern die Einrichtung dieser hauptamtlichen Position mit Dr. Frank beschlossen und nun ziehen auch andere nach. Diese Arbeit ist in meinen Augen von besonders großem Wert im Kampf gegen Antisemitismus. Unsere Justiz tut sich leider immer noch schwer damit, Antisemitismus überhaupt als solchen zu erkennen. Dass sich daran aktuell etwas ändert, geht also auch auf die Initiative der bayerischen Staatsregierung zurück. Die Ehrung des heutigen Tages leuchtet mir in allen Punkten ein und ich gratuliere dem Ministerpräsidenten dazu von ganzem Herzen. Im Leben eines Ministerpräsidenten gibt es, so vermute ich, nicht immer Zeit für Besinnung, für einen Rückzug in das eigene Innere oder das Eintauchen in die Welt der Langsamkeit, der Ruhe. Ich wünsche Dr. Söder, dass dennoch dieser Luxus von Zeit zu Zeit einmal möglich ist und dann denkt er vielleicht an diesen Tag zurück. Damit hätte schon allein einen guten Zweck erfüllt. Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Recht herzlichen Dank, Dr. Josef Schuster, vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Vielen Dank. Und jetzt, bevor wir zur Nachspeise kommen, eines langen, aber sehr schönen Abends, bitte ich noch einmal für zwei musikalische Darbietungen unserer talentierten Musiker auf die Bühne, noch einmal unseren Oberkantor. Ich freue mich sehr auf die letzten Stücke. Dieses noch einmal euer, ihr Applaus. Als der Krieg zwischen Russland und Ukraine begonnen hat, hatte ich ein Lied ausgesucht, der passt sehr dazu. Und der Oberrabbiner Goldschmidt hat mir gesagt über die Gefangene, von russischen Gefangenen und Ukraine, die viele Juden unter sie findet. Und ich wollte dieses Lied für sie widmen. Und da gibt es einen Text, der sagt: Gott, Schmona alenu kemo yeladim, pass auf uns, so wie Kinder, tellanu koach, od va od, gib uns Kraft und viel Kraft weiter zu kämpfen und zu überleben. Tfila, Gebet. Let us all be simchat Yehudim.
חלום שמש תקווה והמון מבטים לילה ויום של חלום הוא בשמיים והוא היחיד הוא הגדול הנורא הוא השומר עלינו מצרה אלוק השמור עלינו כמו ילדים שמונה ויבטח אין לנו אור בשמחת נעורים אין לנו כוח gesucht fast die israelische Hymne. Jerusalem shel Zahav. Man darf auch mitsingen, die die wollen und kennen und alle kennen. Yeah.
אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים כי שמך צורב את השפתיים כי נשיקה צרה אם אשכחך ירושלים אשר כולם זהב ירושלים שזהב ושל חושד ושל Ich glaube, ich spreche für alle Gadi. Wunderbar. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael.
ist Shalom. Shalom, Shalom, Malbeu, Jakob Israel. Ja, das ist Shalom. Shalom, ja, das ist Shalom. Shalom, Malbeu, Jakob Israel. Ja, das ist Shalom. Vielen Dank in der Tat an Kantor. Ich freue mich sehr an Kantor Schmuel Basilei, dem Ohel Jakob Chor und natürlich Frau Barzilow am Piano. Ich glaube, es hätte keinen energievolleren Abschluss des heutigen Abends geben können. Vielen Dank dafür. Wir sind tatsächlich schon am Ende eines, glaube ich, sehr schönen, sehr denkwürdigen Abends. Aber auch wenn ich den Abend heute hier begonnen habe und hier stehen durfte, ich glaube, den Abschluss, den sollten insbesondere die zwei Personen machen, die maßgeblich für die Umsetzung des heutigen Abends verantwortlich waren. In diesem Sinne würde ich gerne Gadi Gronich und Shorina Mikawa auf die Bühne bitten, mich bei diesem Abschluss zu unterstützen. Bitte kommt auf die Bühne. So wie ich Shorina kenne, mag sie das überhaupt nicht. Aber ich freue mich sehr, Shorina. Ich glaube, der Dank, vielen Dank, der Dank von uns allen gebührt euch. Und ich glaube, auch wenn ich die Anfangsworte sprechen durfte, vielen Dank, es war eine große Ehre, hier euer Moderator, ihr Moderator sein zu dürfen. Gadi, ich denke, die letzten Worte des heutigen Abends sollten von euch kommen. Danke, liebe Gäste. Am Ende muss man auch Danke sagen und ich möchte mich erstmal bedanken für alle Gäste, die heute die Zeit genommen, zu uns gekommen und uns die Ehre gegeben und auch uns unterstützen, unsere wichtige Arbeit und jetzt auch mit dem neuen Center von der Europäischen Rabbinerkonferenz an unserer Seite stehen. Ich möchte auch, bevor die Frau Knobloch geht, ein privates Wort sagen. Weil ich könnte jetzt im Prinzip jeder hier mich persönlich bedanken, das wird zu lange dauern. Aber ich möchte nur eine Person, wenn ich darf, einmal im Leben zu sagen, danke, das ist die Frau Knobloch. Ich bin in München seit 31 Jahren, glaube ich. Ich habe angefangen bei Ihnen im Büro, mehr oder weniger. Ich kann mich noch erinnern an diesen Tag. Dann waren Sie noch bei mir mal zu Hause zum Abendessen. Und dann habe ich die allergrößte Ehre, die allerbeste Schule, wenn ich ehrlich bin, 4 Jahre im Vorstand von der jüdischen Gemeinde zu sitzen. Ich weiß noch bis heute, ich saß gegenüber von Ihnen und das war 4 Jahre von der besten Universität im Leben. Und dafür sage ich Danke. Das kann man nirgendwo lernen, was ich da in diesen 4 Jahren gelernt habe. So darüber. Wir sind an den Moment gekommen zu sagen Danke und dann sind viele Leute, die ich mich einfach diese Gelegenheit, nicht alle sind, glaube ich, im Raum gerade, aber trotzdem muss man das auch Danke sagen. Erstmal fange ich mit unserem Freund Ali, der kam zu uns aus Berlin, der uns als Moderator und Begleiter seit vielen Jahren an der Seite steht. Manchmal musste er wegen uns auch andere Termine absagen, aber er weiß, dass ich bekomme keine Nein von ihm. Und ich freue mich immer, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir verstehen uns heute schon besser. Wir müssen nicht viel reden, damit wir wissen, was wir wünschen. Dankeschön. Toda Rabba. Ich möchte mich auch für diesen Anlass auch bedanken bei Herrn Oliver Roloff. Der ist unser Presseberater
für den Deutschsprachraum. Danke, Oliver. Deine Frau ist, glaube ich, schon weg, weil ich wollte mich auch bei ihr mal entschuldigen, wo ich dich manchmal um 1 Uhr in der Früh anrufe oder schreibe, aber that's life. Muss man das mitmachen. Ich möchte mich auch bedanken bei den Technikfirmen, die haben richtig ein super Partner gewesen. Das ist das erste Mal, wo wir mit denen zusammenarbeiten. Und ich weiß, wir werden mit euch noch viel öfter arbeiten, weil es war einfach ein Spaß, Genuss für euer Profit zu Genuss zu haben und von euch zu lernen und zusammenzuarbeiten. Danke noch einmal aus dieser Seite. Das Catering war, das koschere Catering war es diesmal, wenn ich ehrlich bin, ganz ehrlich bin, a mission impossible, wenn man so nenne. Ich will Sie alle nicht mit Geschichte quälen, dass das Fleisch kam von Paris und der Champagner aus Frankreich und die Geschirr aus Wien und die Konditors aus Frankreich und die Küche aus irgendwo in Deutschland und so weiter und so weiter und so fort. Aber ich möchte mich bei einem Mann versehentlich bedanken, wenn Jakob Selem, der das in der Hand genommen, durchgeführt, in Ruhe gearbeitet und konnte unsere beide manchmal Ticks ertragen und Fragen antworten und rechtzeitig sein und alles war hervorragend Catering heute Abend. Ich habe nur von allen, die ich heute an meiner Seite saß, rechts und links und andere Tische gehört, das war ein ausgezeichnetes Essen. Muss man sagen. Toda rabba, Jakob. An die Kellner, die uns zur Seite standen, die uns wunderschön heute bedient, in Ruhe, ohne Störung, ohne etwas, ohne Gläser, die runterfallen und so weiter und so fort. Vielen Dank noch einmal für Ihre Unterstützung und für Ihre Arbeit. Und wenn ich vergessen. Ich glaube, ich weiß selber nicht, ob ich noch jemanden vergessen oder nicht, aber last is always das Important, the last, will ich mich persönlich bedanken bei dieser Dame, junge Dame. Alles gut. Bei Sorena. Wir sind nicht nur, was man nennt auf Deutsch, Kollegen. Wir leben auch zusammen. Sie muss mich ertragen, mehr oder weniger 24/7. Das ist nicht einfach. Darf ich Ihnen sagen, stimmt? Sie kennt mich, glaube ich, heute besser, als ich mich selber kenne, wenn ich ehrlich ganz bin. Aber sie ist der beste Partner auf meiner Seite. Und sie weiß genau, was ich meine und denke und noch nicht gedacht habe. Und so weiter und so fort. Ich werde in diesem Moment noch einmal sagen, Sorena, danke für alles. Es ist knapp immer Spaß mit dir zu arbeiten, nicht immer. Manchmal ist es schwierig. Aber wir haben den Weg gefunden, wir sind ein super Team zusammen, auch im Privat wie auch in die Arbeit. Dankeschön, toda rabba. Ich muss das auch sagen, vielleicht an Dr. Boris Minz und den ganzen Board of Patrons, Joel und alle, die da sitzen, an den nächsten Tisch. Dankeschön für euch, für eure ongoing Unterstützung, für eure Vertrauen. Das ist nicht weniger wichtig als Unterstützung heute. Und wir werden weiter zusammen noch viel, viel erreichen und machen und bewegen. Weil unsere Mission ist am Ende des Tages zu unterstützen, das jüdische Leben in Europa, dass jeder Jude, der in Europa lebt, egal wo, kann einfach sein Leben durchführen, ob er religiös ist oder säkular. Er kann stolz sein, dass er Jude ist, er kann frei sich bewegen. Ich hoffe auch, der Tag kommt, wo wir brauchen keine Sicherheit vor einer jüdischen Gemeinde oder Synagoge. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Man kann ohne Angst auf die Straße laufen mit Kippa, ganz normal, miteinander. Und ich sage Danke an alle, die heute gekommen sind, noch einmal. Und Nachtisch kommt, es lohnt sich zu bleiben. Das sind Konditors aus Paris. Glauben Sie mir, ich weiß, was ich sage.
Toda rabba, danke schön und noch einen schönen Abend. Ein großes Dankeschön auch von mir. Ein großes Dankeschön von allen.